Was geht, Strandfiguren? Heute ist Sonntag, der 31. Mai und das bedeutet, es gibt ein kleines Buddy-Update. 2 Wochen, 10 Wochen Programm sind jetzt rum. Ich habe mich langsam an die Diät gewöhnt. Allerdings fällt es mir immer noch schwer, mich auch von diesen ganzen leckeren Süßigkeiten fernzuhalten. Das gebe ich ehrlicherweise zu. Es sind jetzt gerade mal 2 Wochen und man denkt sich so, hä, Alter, das ist schon so lange her, dass ich irgendwie das letzte verdammte Eis gegessen habe. Und einer der interessantesten Fähigkeiten, die man erlernt, wenn man so 2 Wochen Diät macht, ist nicht irgendwie, dass man irgendwie sonderlich viel Disziplin lernt und auch nicht unbedingt, was den Muskelaufbau angeht, beziehungsweise in meinem Fall ja vor allem den Fettverzicht. Ja, also ich will ja richtig die ganzen Fettspalten und Fettfalten überall verlieren. Aber ich habe eine ganz neue Fähigkeit entwickelt. Und zwar, ich kann jetzt mittlerweile ein Cornetto auf 100 Meter Entfernung durch die Gefriertruhe im Einkaufsladen riechen. Ja, ist total krass. Oder wenn irgendjemand irgendwo grillt oder so, dann rieche ich es manchmal schon so aus einem Kilometer Entfernung. Also wie so ein Sentinel ist man in der Diät und läuft rum und kann auf einmal alles viel mehr riechen. Wahrscheinlich aufgrund der Evolution. Aber keinen Spaß beiseite, das ist wirklich so. Ich rieche Schokolade. Ja, jemand gegenüber, jetzt sind gerade die Schwiegereltern da, jemand gegenüber von mir isst Schokolade und so, ich kann die riechen. Ja, obwohl der Meter von mir weg sitzt. Total crazy. Na gut, ich will euch nicht weiter langweilen. Zeigen wir kurz Body Update. Vor dem Training jetzt, also ohne Pump. Ich gehe jetzt gleich hoch aufs Dach, mache noch ein Rückentraining. Also da sieht man jetzt keinen sonderlichen Pump in den Muskeln oder so. Also nicht wundern. Tada! So, dann mache ich mal hier die Frontalansicht, Rückenansicht, zack, hier mal anspannen, könnt ihr ja selber vergleichen mit dem von letzter Woche und die Muskeln übrigens, diese Muskelposen, ne, die zeige ich natürlich jetzt nicht, weil da letztes Mal so ein dummer Kommentar kommt, die zeige ich jetzt nicht, um zu zeigen, guck mal, was ich für krasse Muskeln vom 10-Wochen-Programm bekomme, sondern die zeige ich natürlich deswegen, um zu gucken, wie sich das Fett an den Muskeln verringert. Ja? Also jeder, der mir diese Videos kennt, der muss ja langsam wissen, dass ich davor auch schon ein paar Mal trainiert habe. Ja? So, was mir aufgefallen ist persönlich, was ich gemerkt habe und was auch mein oberstes Ziel war, ich habe immer noch, was das Fett angeht, im Prinzip nicht viel Unterschied zu letzter Woche, also was diese Fettspalte hier am Bauch angeht. Das heißt, man braucht im Prinzip gar keinen Kaliper dazu. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist richtig fest den Bauch anspannen. Ja, richtig fest anspannen, so. Und dann das, einfach das, was ihr nicht anspannen könnt, das, was also so quasi übrig bleibt, oder Patrick Heitzmann sagt, auch das, was sozusagen noch danach schaukelt, ja, ist noch Fett. Ja, und das ist eben noch da, das muss weg. Ja. Was, ich habe allerdings 2 Dinge gemerkt, und zwar erstens, dass der Streifen hier, ja, der normalerweise ja hier zu sehen ist, wenn man sitzt und so, der ist ja rot bei mir immer gewesen, immer so leicht rötlich und war immer sehr ausgeprägt, dadurch, dass immer, wenn ich halt irgendwo gesessen habe oder so, halt ja, die Fettspalten aufeinander waren und somit dieser rote Streifen zustande kam. Und dieser rote Streifen ist langsam am Verblassen. Der geht langsam weg. Ja, das habe ich gemerkt. Und ich habe gemerkt, dass langsam, wenn ich anspanne allerdings nur und im richtigen Licht stehe, dass langsam hier die seitlichen auch ein bisschen rauskommen. Und ja, die Definition schon so ein bisschen besser wird. Allerdings, Gains sind auch noch nicht verloren oder so. Also abgesehen davon, dass ich halt ein bisschen Hunger habe zwischendurch, läuft alles sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Programm. Der Aufbau ist super, der Support ist einsame Spitze. Und jetzt bin ich mal gespannt, was in den nächsten Wochen geht und ob ich jetzt wirklich tatsächlich schaffe, diese Falte hier wegzubekommen, sodass man den Sixpack wirklich mal richtig krass definiert sieht, ja. Da bin ich echt gespannt drauf. Das wäre echt ein geiles Ziel, wenn ich das erreiche. Und ja, ich bin gespannt, ob ihr auch richtig reinhaut,
und im Sommer richtig fit werdet und wir am Strand dann abrechnen, beziehungsweise uns am Strand sehen. Macht's gut, wir sehen uns nächste Woche spätestens. Natürlich gibt's vorher weitere Videos. Ein paar Workout-Videos kommen auch online nächste Woche. Also bleibt am Ball. Peace out, ich gehe trainieren.